Dat wil echt zijn. Zo'n geluk is friet. De ganz normale Wahnsinn van de Woche met Fabian Unterrecker en zijn Freitagsrunde. Die Nachricht van de Woche is sicher die neue Aufgabe der Alpbundesrätin Doris Leuthard. Ja, dat is een spektakuläre Entwicklung auf dem Transfermarkt. Doris Leuthard verstärkt den Verwaltungsrat von Coop und macht damit den Titelkampf mit dem ewigen Rivalen Migros wieder spannend. Das ist so, SRF-Sportreporter Bernie Schär. Trotzdem ein überraschender Wechsel. Ja, wie gesagt, ich bin Sebastian. Ja, ich verstand es total. Ja, ich meine, wie gesagt, ich habe früher auch mal zu Coop gewechselt, oder? Weil im Migros gibt es kein Bier. Viele Politiker finden ja, das neue Amt käme für die Altbundesrätin jetzt ein bisschen zu früh. Ich finde, jede Frau soll können selber entscheiden, wenn sie wechselt. Oh, willkommen in unserer Runde. Passend oder zu Chantal Galladay. Sie sind bei diesem Thema nicht vielleicht ein bisschen befangen, kann sein, weil sie gerade selber gewechselt haben von der SP zu den Grünliberalen und auch wegen dem Zeitpunkt kritisiert werden. Und Sie, Frau Galladay, in Ruhe. Oh, SVP-Nationalrat Andreas Glarner, begrüßen Sie denn den Wechsel? Ja, schon sicher schon. Wenn sich Frau Galladay in dem Tempo weiterentwickelt, ist sie mit 60 in der SVP. Was sagt denn der Parteipräsident von der SP, der Christian Löwra? Oh, das ist da oben im Radiostudio eine Fliege. Schauen Sie da oben eine Fliege. Nicht ablenken jetzt, Herr Löwra. Was bedeutet denn der Wechsel für die SP so kurz vor der Kantonsratswahl in Zürich? Oh, wie wird das Wetter morgen? Also als jemand? Ja, das kann ich Ihnen gern beantworten, Herr Löwra. Für die SP sieht es am Wählerhorizont düster aus. Dankeschön, SRF-Wetterexperte Felix Blumer. Aber ich möchte jetzt eigentlich gleich noch gerne so eine offizielle Stellungnahme von Christian Löwra. Muss die SP jetzt ihren Kurs ändern? Oh, sicher nicht. Wir von der SP machen weiterhin Politik für alle, die kein Geld haben und nicht für Galladay. Zum Glück ist Freitag mit dem Fabian Unterrecker. Alle Folgen auch immer online als Video oder Podcast. srf3.ch. Zum Glück ist Freitag. Der ganz normale Wahnsinn von der Woche mit dem Fabian Unterrecker und seiner Freitagsrunde. Ja, und alle sind wir gespannt in dieser Woche, oder Fabian? Die Woche haben wir alle gespannt darauf gewartet, was zwei wichtige Männer entscheiden und sind, ehrlich gesagt, ja, enttäuscht worden. Sorry, Braten, aber es ist, wie es ist. Ex-Bachelor Vuyo, ein Kommentar zum Gipfeltreffen von Donald Trump und dem Kim Jong-un? Nein, zum Gipfeltreffen von meinen Zwillingsbrüdern und mir. Wo wir entschieden haben, unsere Bar in Zürich zu schliessen. Ah, so. Verstehst du? Ja. Gut. Also, beide Treffen sind ja für den Lauf der Weltgeschichte leider etwa gleichbedeutungslos gewesen. Beim Donald Trump und Kim Jong-un hat man nämlich vergeben gehofft, dass sie bei der Abrüstung vorwärts machen. Wir in der Schweiz ja dagegen, wir wollen aufrüsten. Die neue VBS-Chefin, Viola Amherd, lässt sich beim Kauf von einem Kampfjet ja jetzt vom ehemaligen Astronaut Claude Nicollier beraten. Lieber ein Astronaut am Herd, als die Amherd um einen Astronaut. Um was geht's? Die Weltwoche hat herausgefunden, dass der Herr Nicollier der Frau Amherd auch zeigen will, wie man die alten Duro-Mannschaftstransporter so sanieren kann, dass man mit diesen alten Klepfen auf den Mond fliegen kann. Dort können die Soldaten dann ganz ungestört ihre Munition verpulvern und dann seine Rekruten plagen. Dankeschön, Weltwochenchef Dr. Roger Köppler für Ihre Recherche. Ja. Trotzdem fragen sich viele, ob der Claude Nicollier für diese Aufgabe qualifiziert ist. Ist er denn das grüne Nationalrat Bastien Giraud? Nein, natürlich nicht. Wenn schon, ein welscher Experte, der hat von Amherd gescheitert, der Bernhard Picano, genau, der könnte am Vorben es zu einem Kampfjet verkaufen, der mit Sonnenenergie betrieben wird. Der würde zwar immer noch viel kaputt machen, aber wenigstens die Umwelt schonen. Vom grünen Standpunkt her hast du recht, Bastien, aber aus dem Liberalen aus gesehen nicht. Okay, was wäre denn der grün-liberale Standpunkt, Chantal Galladay? Wir finden es interessant, wenn der Claude Nicollier Viola Amherd könnte von der flächendeckenden Einführung von biozertifizierter Schweizer Astronautennahrung überzeugen. No food waste in der Armee, nur noch Munition waste. Also, ich halte den Claude Nicollier als Experte für Kampfjets für absolut ungeeignet. Ungeeignet? Wie kommen Sie drauf, SVP-Nationalrat Andreas Glarner? Er war im Weltall, um einen Ort, wo es nie Krieg gibt. Weil dort gibt es keine EU und keine Muslime. Das tönt ein bisschen so, wie wenn das Weltall für Sie etwas wie ein Paradies wäre. Nein, weil im Weltall gibt es keine Servola. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterrecker.